So, herzlich willkommen zurück zu Tomb Raider Legend. Das letzte Mal haben wir Excalibur zusammengebaut. Jawohl, so will ich das. Und wir machen jetzt weiter. Ja, keine Ahnung, was genau auf uns wartet. Wahrscheinlich. Ja. Okay. Ist mir oh, da habe ich ein bisschen zu spät reagiert. Dieses Zeichen soll also symbolisieren, dass man jetzt laufen soll. Genau wie damals in der Vergangenheit. Also Ingame-Vergangenheit, ne? Ihr wisst, was ich meine. Jetzt. Ah, den Kopf muss doch. And now we know. Kann ich überspringen? Nein. Okay. Dann springe ich jetzt mal. Weiß ich noch nicht so genau. Dahin. Dahin. Guck mal, jetzt fallen nämlich die ganzen Steine runter. Der macht das Ganze doch schon viel mehr Sinn. Oh oh. Ah, okay, okay. Boah, Junge, war das knapp. We're going back to Bolivia. Then we'll see. Ah, okay. Also ist jetzt quasi das Gebiet auch fertig. Ach, okay. Dann kommt ja noch ein Gebiet. Gut, das wusste ich nicht. Aber gut, wahrscheinlich, weil das Gebiet kurz war, kann man quasi sagen, dass dieses und das nächste Gebiet in einem zusammengefasst werden kann. Auf andere Gefühl. Ja, ja, ja. Das letzte wird jetzt wahrscheinlich, guck, 30 Minuten. Super kurz also. Das nächste wird jetzt wahrscheinlich Finale sein. Also nur noch Finale, denke ich mal. Es könnte also sein, dass es schon der letzte Part... Oh ja. Oh ja, Leute. Also nicht der letzte Part, weil, ne? I'm gonna need a clear head for this, lads. No distractions, please. Good luck. Anyone between me and that stone dies. Stop. I don't want anything bad to happen, but it will if you come any closer. Ja, Nachschweil. Ja, geil. Okay, bam, 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 bam. So gefällt mir das doch. Machen wir den da kaputt. Richtig. Also, was wollte ich sagen? Letzte Folge ist es noch nicht, denn ich werde ja noch das Croft Manor zeigen, aber es könnte tatsächlich schon das Finale, das Ingame-Finale sein. Hui! Okay. Wahrscheinlich erstmal, ja. Eine Welle an Gegnern, die wir besiegen müssen. Na denn? Endboss! So, wie ging der Scheiß hier nochmal? Ich weiß noch, wie ich damals echt nicht wusste, dass das der Endboss ist und dann halt voll überrascht war. Ihr werdet gleich schon sehen, warum. Endsequenz und so. Ich treffe den gerade ganz gut, aber ich werde auch ganz gut getroffen. Ey! Hey! Sei mal kein Arsch hier. Ich würde gerne... Oh! Was? Healthpack einsammeln. Danke. Das hat ja wunderbar geklappt. Ja, der ist sich komplett wiederhergestellt. Sehr gut. Wollte doch keine Angst haben. Oh mein Gott. So, renn bitte, Lara. Eben. Okay, habe ich die jetzt getroffen? Ich weiß es nicht. Das sah irgendwie nicht richtig aus. Aber bei dem Spiel sieht allgemein sehr viel nicht richtig aus. Also auch bei der nicht runterfalle. Wo bringst du denn hin, Lara? Auch genau jetzt natürlich, ne? Hä? Nee, irgendwie? Funzt das gerade nicht so ganz, wie es soll, glaube ich.
Vielleicht auch doch. Ich weiß nicht. Aua. Komm schon. Ja, okay. Okay. Jawohl. Understand. I'm wasting my breath. From this moment, your every breath is a gift from me. Laura? For years, my father believed Mother was alive. It was what kept him going. I pitied him for thinking that way. Alistair, go to the British Museum immediately. Ring me when you get there. Dress in layers. You'll be there a while. Right. I'm off. Zip, call Professor Eddington at the Cavendish Laboratory. Arrange a meeting. Will do. What should I tell him? Tell him my father was right about everything. And there may still be time to do something about it. Und vorbei. So richtig behindert. Das war damals, da habe ich habe mich auch richtig aufgeregt, ne? Ohne Scheiß, ich spiele dieses Spiel, denke mir so, oh mein Gott. Ist das japanisch? Warte mal, echt? Nee, doch nicht, oder? Keine Ahnung, jedenfalls ist die Musik komisch. Auf jeden Fall war das für mich voll der Abfuck. Ohne Scheiß, ich spiele dieses Spiel, besiege den Boss da, denke mir so, ja, ich weiß jetzt, wo wir hin müssen. Denke mir, yeah, es geht weiter. Abspann. Oh, damals wusste ich halt nicht, dass es in Underworld weitergeführt wird. Und ja,
es wird in Underworld weitergeführt. Das heißt, Underworld wird als nächstes Let's Play, also nicht als nächstes, aber ich werde es definitiv spielen, denn das habe ich selber noch nicht gespielt und möchte natürlich jetzt auch nochmal wissen, wie der Scheiß hier eigentlich weitergeht. Ich entschuldige mich jetzt schon mal für die kurze Folge. Ich wusste nicht, dass das alles jetzt so schnell geht. Naja. Ich werde jetzt auch nicht mehr in dieser Folge mit dem Croft Manor anfangen, weil das möchte ich gerne in einer einzelnen, gesonderten Episode haben. Damit Leute, die es nicht interessiert, dann vielleicht auch einfach, ne, das lassen können oder so. Genau, was kann ich sagen? Also, Tomb Raider Legend, auf jeden Fall ein cooles Spiel. Doch, es in der Theorie macht es Spaß. Lassen wir es in der Theorie weg. Ah, die Intro-Musik. Stimmt, die Intro-Musik ist ganz cool, wenn man die länger laufen lässt. Das habe ich ja nie gemacht, wirklich. Wenn irgendwann der Chor anfängt damit. Tomb Raider Legend, ein schönes Spiel. Hat ja die Tomb Raider-Reihe in eine neue Richtung gelenkt, die sie dann letztendlich auch nur 3 Spiele eingehalten hat. Aber es hat in eine neue Richtung gelenkt, nachdem ja Teil 6, Angel of Darkness, ziemlich, ziemlich scheiße gewesen sein soll. Das Ganze hier ohne Panzersteuerung, ja, mit neuer Engine, allgemein sehr viel verändert, was Aufbau und alles angeht. Mir persönlich gefällt es besser, denn Panzersteuerung, zumindest als ich es damals gespielt habe, es ist einfach nichts für mich. Ich kam überhaupt nicht damit klar. Mittlerweile, da ich ja Resident Evil gespielt habe und so, ne, bin ich vielleicht ein bisschen erprobter da drin. Im Grunde genommen mag ich das. Also ich mag ja so ein Action-Adventure, ich bin auch großer Zelda-Fan zum Beispiel und allgemein so Rätsel lösen und ein bisschen klettern, dann macht auf jeden Fall Bock. Assassin's Creed war, fand ich auch super. Und Prince of Persia vielleicht auch, habe ich nie gespielt. Muss ich auch nochmal nachholen. Ja, wie gesagt, cool gemacht auf jeden Fall, auch wenn ich es ein bisschen, Lara ist ein bisschen eiskalt in dem Spiel, weißt du, tötet einfach Leute so, Hat sie früher auch nicht gemacht. Naja, auf jeden Fall auch eine ganz interessante Geschichte mit König Artus, was dann ja im nächsten Teil weitergeführt wird. Ich finde es tatsächlich auch besser als Anniversary, weil es mehr Abwechslung bietet, was Gebiete und allgemein den ganzen Aufbau uns angeht. Leider ein bisschen kurz das Spiel. Die Tomb Raider Spiele waren ja sonst immer dafür bekannt, extrem lang zu sein auch. Also so Tomb Raider 1 bis, ich glaube, 4 sind tatsächlich echt lange Spiele. Tomb Raider 5 war, glaube ich, ein bisschen kürzer, 6 war so mittellang und das hier ist halt richtig kurz. Ich meine, im Zweifel kannst du das hier in 6 Stunden durchspielen, denke ich. 5-6 Stunden ist das Ding durch, wenn man cool ist, nicht so wie ich. Ja, was soll ich sagen? Leider ein bisschen verbuggt das Spiel an einigen Stellen. Es könnte daran liegen, weil ich meine, dass ich in meinem damaligen Mann nicht so viele Bugs hatte. Das heißt, es könnte wirklich daran liegen, dass mittlerweile Windows 7 und so, ne, dass das alles nicht mehr so ganz für neuere Systeme gemacht ist. Leider manchmal echt so, dass dann Sachen durch die Gegend schweben, die ja nicht da sein sollen. Dass da manchmal irgendwie manchmal auch einfach mal durch den Boden fällt, wieder jetzt ganz am Ende oder ja, ne, allgemein Grafikfehler und so, das ist leider Clippingfehler und so, das ist alles nicht so schön manchmal, vor allem mit diesem Next Generation Inhalt, wo das Spiel bei mir auch öfter abgekackt ist, wenn es denn daran lag, ich weiß es nicht genau. Ja, aber trotzdem ein nettes Spiel, doch, hat Spaß gemacht. Tatsächlich, also ich wusste ja, dass es nicht so lang ist, aber dass es doch so kurz ist, hatte ich nicht in Erinnerung. Aber gut. Ist ja umso besser, ne? Dann können wir jetzt nämlich mit Metal Gear Solid weitermachen. Metal Gear Solid Jeep. Jetzt kommt bestimmt gleich hier Ducati, ne? Als nächstes. Ja. Ja, was auch immer. Auf jeden Fall geht es jetzt weiter mit Metal Gear Solid Peace Walker, ne? Die Metal Gear Solid Reihe wird dieses Jahr definitiv zu Ende geführt. Dann habe ich endlich wieder Platz für neuere Reihen und ich möchte auf jeden Fall auch Underworld spielen. Es wird noch ein bisschen dauern. Ich hoffe, es dauert nicht so lange wie zwischen Anniversary und Legend, weil da ging ja doch knapp 2 Jahre bald ins, ne? In die, ihr wisst schon, wie nennt man das? Keine Ahnung. Ich hoffe, dass ich dann auch vielleicht alle spätestens in einem Jahr den Underworld-Teil dann auch spiele. Spätestens. Weil ich möchte auf jeden Fall dann, damit es dann weitergeht, möchte auch so wenigstens ungefähr die Story noch im Kopf haben. Weil von Momdarbine Run zum Beispiel hatte ich auch nur noch so Schlüsselobjekte im Kopf. Aber die grobe Story wusste ich halt fast gar nicht mehr. Da muss ich mal gucken, wie ich mir Underworld besorge. Und so kurz ist die Folge gar nicht, weil der Abspann schon lange geht. Es könnte auch sein, dass der Abspann sich wiederholt. Ich weiß es nicht. Ich lasse ihn nochmal ein bisschen laufen. Ansonsten, wenn ich gleich irgendwas bekannt ist, wenn ich hier gleich nochmal die Credits sehe von wegen Ducati und Jeep und so, dann weiß ich, dass es endlos weitergeht. Naja, ne? Auf jeden Fall kann man sich mal antun. Kostet heutzutage bestimmt noch nicht mehr viel, vor allen Dingen bei Steam oder so. Kann man das bestimmt im Sale für 1,99 oder so kaufen. Ist auf jeden Fall ein nettes Spielchen für zwischendurch. Und dann kann man jetzt mal sagen, ich habe mal dann auch einen Tomb Raider gespielt. Denn ja, in Teil habe ich nie gespielt. Ja. Naja. Also ich glaube tatsächlich, also da ich so viele Reihen, also so viele Spiele noch spielen möchte, sage ich lieber gleich bewusst, ich habe nicht vor, die alten Tomb Raider-Teile zu spielen. Underworld auf jeden Fall noch. Und dann sage ich ganz ehrlich, ich werde keinen Tomb Raider spielen, bevor ich meine ganzen anderen versprochenen Reihen erstmal zu Ende führe. Wow. Ende führe zum Beispiel, keine Ahnung, Resident Evil jetzt oder Metal Gear Solid oder Half-Life wollte ich noch komplette Reihe spielen. Ich wollte auch noch mal Crash Bandicoot spielen und ich wollte auch noch
Weil ich weiß, die nicht alles spielen, ne? Da kommen so viele und da würde ich dann lieber. Ne, das verspiele ich dann auch später. Wenn mir irgendwann keine Spiele mehr anfallen, dann kann man sich ja nochmal die Doom Raider-Spiele angucken. Yo, ne? Keine Ahnung, ob es jetzt der immer gleiche Abspann ist. Das Gute ist, ihr kriegt dadurch immer noch immerhin noch eine Folge zusammen. Wie gesagt, es ist noch nicht die letzte Folge. In der nächsten Folge werden wir uns dann nochmal den Croft Manor, der dir das Croft Manor angucken. Was nicht so groß ist wie in Anniversary. Da bin ich mir sehr sicher. Also bisher habe ich noch nichts Bekanntes irgendwie wieder gesehen hier. Das heißt, falls wir ihn tatsächlich irgendwie doppelt sehen, dann noch nicht so viel zumindest. Meine, eigentlich interessieren die Credits ja auch niemanden, aber ich will sie trotzdem mal mindestens einmal durchlaufen lassen. Das mache ich, habe ich bisher bei jedem Spiel gemacht, ja. Ich glaube, ich habe noch nie einen Credit übersprungen. Selbst GTA 5 habe ich ja dann, der eine halbe Stunde geht, habe ich ja echt laufen lassen. Eine halbe Stunde, irgendwie 40 Minuten, glaube ich, der Abspann. Da habe ich einfach durchlaufen lassen, bin dann quasi weggegangen, aufgegangen. Hab dann schön einfach die Aufnahme laufen lassen. Kam zum Ende wieder. Ja. Ich meine, das Spiel ist so klein, da werden doch jetzt nicht so viele irgendwie hier mitgemacht haben, oder? Mark Webb. Den Namen habe ich schon mal gehört irgendwie. Coole Mucke. Aber es ging echt schnell, das Spiel, ne? Ich erinnere mich noch sehr gut, wie ich die ersten Folgen aufgenommen habe. Ich meine, es ist ja keine 3 Wochen her, also. Okay, der Sound hört auf, aber das bedeutet ja nichts. Geht gleich bestimmt einfach der nächste los. Ah, ne, okay. Ah, das sieht gut aus. Sehr schön, dann haben wir doch nichts übersprungen. Das ist super. Wenn jetzt irgendwas von vorne losgeht, dann weiß ich, alles klar. Skippen. Ja, okay. Oder? Ja, genau. Hier ging's vorhin los. Okay, sehr schön. Dann haben wir es jetzt. Congratulations. So, Game finished. Oh, wird das Spiel jetzt einfach beendet? Ich weiß es nicht. Wahrscheinlich schon. Aber mein Audio läuft ja weiter, von daher kann ich es einfach ausprobieren. Ah, ne, okay. Sehr schön. Complete, 86%. Interessant. Ich glaube, ich hatte damals in meinem privaten Run. Guck mal, 66 Minuten gebraucht. Ich glaube, da hatte ich 91%. Also war ich nicht ganz so gut wie das letzte Mal. Aber, naja, ich habe ja auch nicht darauf gespielt, ne? So, am nächsten Part dann hier das Croft Manor, ja. Das ist gar kein Problem, das machen wir. Können Sie aber die Extras ganz kurz angucken. Cymatics, ja, 60 Cymatics hatten wir, ja, geil. Ja, will ich aber gar nicht. Character Profiles. Lara Croft ist Adventure Traveler. Nee, keine Ahnung. Ich weiß gar nicht, wie man die anderen freischaltet. Wahrscheinlich durch die ganzen Dingens und so. Ja, da hatte ich damals auch richtig wenig Object Models. Achso. Lara. Oh. Barton, oh Gott. Der ist hässlich aus. Outfits. Legend, Biker. Wie gesagt, man kann dann auch später hier alle im, im Croft Manor kann man alle auswählen. Das ist ganz cool. Pistol Upgrades. Was? Okay. Unfortunate Mishaps Video. Oh. Oh. Moment, was hab ich jetzt angeklickt? Irgendein, Outtakes quasi. Oh. Achso, verkackte. LOL. Verkackte Sachen. Interessant. Oh. Bam. Und weg mit dem Flugzeug. Okay, sehr schön, dass sie sowas hier mit einbauen. Warum auch nicht, ne? Oh ja, genau. Das kenne ich noch von damals, ey. Boah, schön, dass man sich sowas angucken kann. Das ist wie so eine Fail-Compilation auf YouTube, ey. Buff. Oh, zwei doppelt. Die haben beide gegengeklappt. Oh, den haben wir sogar gesehen. Oh. Dass man sich sowas angucken kann, ey. Schon ganz schön lustig. Okay, das war ein schönes Finale. Gut. 20 Minuten haben wir immer noch nicht, aber ist auch egal. Okay, gut. Das ist absolut wert, sich das nochmal anzugucken.
Gut, dann würde ich an dieser Stelle sagen, ich bedanke mich recht fürs Zusehen. Ich hoffe, es gefallen. Ja, das war Tomb Raider Legend, soweit vom Hauptspiel. Ich hoffe, es gefallen. Ja, und wie gesagt, es kommt noch eine Folge. Wir spielen das Croft Manor durch, hoffentlich. Wenn es wieder irgendwie 1000 Stunden dauert, dann werde ich es nur mal anzocken. Aber zumindest, ne, dass man es einmal gesehen hat. Und dann sage ich bis zur nächsten Folge einfach, ne? Bis dahin. Ciao!